Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, und plötzlich ist wieder ein ganzes Jahr vergangen. Und wir sitzen hier und schauen noch einmal zurück. Für viele ist es durchaus auch ein schwieriges Jahr gewesen. Mit der Pandemie, die immer noch kein Ende hat und die ihre Herausforderungen mit sich brachte, mit ihren Einschränkungen, manche vielleicht auch an die Grenzen ihrer Kraft trieb, mit Angst, mit Ärger, mit Frust und Müdigkeit. Vielleicht gab es auch ganz andere Not in manchen Leben. Streit, Zerwürfnisse mit Menschen, die uns eigentlich lieb waren, Probleme und Herausforderungen im Beruf, Krankheiten, mit denen es zu kämpfen galt, oder sogar Verluste von lieben Menschen. Sicher hat es auch Gutes gegeben, auf das Sie gerne zurückschauen, Erinnerungen, die Sie zum Lächeln bringen. Vielleicht waren es Menschen, mit denen Sie trotz Pandemie Zeit verbringen konnten, die Sie Ihnen versüßt und verkürzt haben. Vielleicht konnten Sie schöne Ausflüge machen, wieder reisen. Vielleicht haben Sie ein gutes Buch gelesen, einen neuen Lieblingsplatz entdeckt, eine Herausforderung im Beruf bestanden, erlebt, wie Gott sie versorgt hat. Wir schauen zurück mit Klage, aber auch mit Dank auf das vergangene Jahr, schauen, wo es uns geprägt und verändert hat, aber wir schauen auch voraus. Ein neues Jahr kommt. Und wir fragen, was können wir denn mitnehmen? An Stärkung, an Hoffnung. Welcher Plan, welcher gute Vorsatz kann mich motivieren? Was ist es, worauf ich mich fokussieren möchte? Was ist es vielleicht auch, was ich verändern will? Hier wollen wir aus geistlicher Perspektive heute Abend noch einmal darüber nachdenken. Und als Anregung dazu ist uns ein Gleichnis mitgegeben von Jesus, das wir gerade gehört haben. Und auf das möchte ich mit Ihnen einen Moment schauen und im Hinblick auf seine Aussagen über das kommende Jahr nachdenken. Wir haben gehört von Arbeitern, die auf einem Weizenfeld aussehen und dann kommt nachts ein Feind und sät Unkraut. Um dieses Gleichnis zu verstehen, muss man vielleicht auch das Unkraut verstehen. Das handelt sich, was den griechischen Begriff angeht, um Deutsch heißt das Taumelnulch, das war mir nicht bekannt, ein Unkraut, das in Israel wächst. Und das ist eine ausgesprochen giftige Pflanze, sollte man also nicht essen, weil es schwere Vergiftungserscheinungen hervorruft. Aber es sieht, wenn es keimt und in der ersten Zeit, wenn es wächst, dem Weizen sehr ähnlich. Erst wenn es Ähren ansetzt, sieht man sicher den Unterschied zwischen beidem. Die Wurzeln von diesem Unkraut und dem Weizen, die sind so sehr ineinander verwoben und verwachsen auf einem Feld, dass man nicht einfach den Taumellolch hinausreißen kann, denn sonst würde das Wurzelwerk des Weizens darunter Schaden nehmen und eingehen. Es ist auch nicht möglich, einfach am Ende alles zu mähen und dann eine leichte Verunreinigung des Weizens in Kauf zu nehmen. Wie gesagt, ist das giftig. Die einzige Möglichkeit, wirklich sauberen Weizen zu bekommen, ist bei der Ernte zuerst das Unkraut rauszureißen und dann, wenn der Weizen eben nicht mehr weiter wachsen muss, den Weizen zu schneiden und beides also sauber voneinander zu trennen. So viel vielleicht als Hintergrundinformation. Ganz häufig, wenn Sie häufiger in die Kirche gehen, wenn Sie häufiger Auslegungen von diesem Gleichnis gehört haben, werden Sie vielleicht im Kopf haben,
dass es irgendwie darum geht, dass also die guten Menschen und die schlechten Menschen zusammen auf der Erde leben und das halt bis zum Ende ausgehalten werden muss. Und dann werden halt die guten, ja, die guten Pflanzen, die guten Menschen werden dann in den Himmel kommen und die Bösen werden in die Hölle geworfen werden. Vielleicht haben Sie so eine Auslegung schon mal gehört. Das ist ein Irrtum. Dann sind Sie auf dem Holzweg. Denn damit wird völlig verkannt, dass kein Mensch ganz gut oder ganz böse ist. Wenn Sie an das Feld denken, denken Sie an Ihr Lebensfeld. Das Feld steht für einen Menschen. Und auf diesem Feld eines Menschen wächst eben der gute Weizen, aber es wächst eben auch das Unkraut darunter. Und das Gleichnis erzählt übrigens auch, dass dem Menschen das nicht von Natur aus innewohnt, das Böse, sondern dass es vom Feind explizit gesät wird. Es ist zwar von Anfang an auch da und das Gleichnis beantwortet auch nicht, wo es herkommt, aber es gehört nicht ursprünglich mit zum Menschen dazu. Aber beides wächst eben gemeinsam in einem Menschen und ist dicht miteinander verwoben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir dieses Gleichnis so verstehen und mit diesem alten Irrtum aufräumen, es würde sich hier irgendwie um gute und böse Menschen handeln. Sondern es handelt sich um eine viel komplexere Situation, dass eben beides in uns allen steckt. Und dass aber dieses Gleichnis oft so verstanden wird, das sehe ich auch als gesellschaftliches Problem, das sich in den letzten Jahren immer weiter auch entwickelt. Ich sehe, dass Menschen immer mehr dazu neigen, einander in Schubladen zu stecken und sehr schnell über sie zu urteilen und Gericht zu halten. Und zwar von allen Seiten. Nicht nur von Seiten jetzt der neuen Rechten oder von Corona-Leugnern oder Verschwörungstheoretikern, über die uns ja gerne aufregen und auch erheben, sondern es passiert auch auf der anderen Seite. Und wir vergessen darüber, dass Menschen viel komplexer sind, als wir es vielleicht gern hätten. Dass sie sich eben nicht in Gut und Böse aufteilen lassen, sondern dass jeder ein Feld ist, auf dem beides wächst. Und dass sich auch bei jedem der gute Weizen entdecken lässt. Jesus hat das Unkraut bei Menschen nie ignoriert oder hat es auch nicht gut geheißen. Er hat aber die Menschen selbst nicht verurteilt, sondern er hat Zeit mit denjenigen verbracht, bei denen sich den sogenannten anständigen Leuten der Magen umdrehte. Er hat sich viel Mühe gegeben, sie kennenzulernen und den guten Weizen gesehen, der auch auf diesen Feldern wächst. Und es ist ein Unterschied, eine Haltung abzulehnen oder eine Person. Das mit dem Feinde lieben, das hat Jesus ernst gemeint. Und unsere Feinde sind nun mal diejenigen, bei denen sich uns die Zehennägel krausen. Wenn wir das Gleichnis als eine gute Menschen-böse Menschen-Dualismus lesen, dann machen wir es uns viel zu leicht. Es wird Zeit, finde ich, dass wir vorsichtiger mit dem Verurteilen anderer werden, weil Jesus auch gesagt hat, dass wir nicht richten sollen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich finde es Gleichnis anregend, auch mich selbst zu fragen, schaffe ich es, diese Grenze zu überwinden bei Leuten, bei deren Ansichten sich mir alles grault und ihnen überhaupt die Chance zu geben, dass ich sie kennenlerne und dass ich vielleicht auch neben dem Unkraut, das ich zuerst sehe, auch den Weizen entdecke. Aus der Haltung heraus, dass auch sie, ja, auch sie Gottes geliebte Kinder sind. Es ist natürlich verständlich, dass wir Sehnsucht haben nach klaren Verhältnissen, dass wir uns wünschen, dass die Welt einfacher und durchsichtiger wäre, dass wir hier gut, da böse sagen könnten und fertig. Aber es ist nun mal in unserer Welt und auch in uns selbst dicht miteinander verwoben und es gibt eben diese einfachen Schubladen nicht. Insofern kann man dieses Feld auch als gesellschaftliches Bild deuten. Aber Vorsicht! Nicht in dem Sinne, dass es gute oder böse Menschen gibt. Wie gesagt, jeder hat Anteile von beidem in sich.
sondern mehr in dem Sinne, dass es ein unvermeidlicher Teil menschlichen Zusammenlebens darstellt und auch weiter darstellen wird, dass eben beides existiert unter uns und das nicht auszurotten ist. Beides existiert nebeneinander und das müssen wir aushalten. Das erzählt uns auch das Gleichnis. Es ist nicht möglich, das Böse schon vor dem Ende der Welt völlig zu vernichten, weil es auch in uns bleibt und ein Teil von uns bleibt, genau wie es immer ein Teil in der Welt und in unseren Gesellschaften bleibt. Es kann eben nicht ausgerottet werden und der das versucht, wie es schon häufig geschehen ist, auch in der Geschichte, haben wir gesehen, es führt nur wieder zu neuer Gewalt und schafft noch mehr Unkraut. Es zerstört das Gute, das schon gewachsen ist. Der Versuch, das Böse auszurotten, würde am Ende auf Kosten des Guten gehen. Selbst mit den besten Absichten ist bislang jeder Versuch, das Reich Gottes auf Erden zu errichten, gescheitert. Unter anderem, weil die sich anschickten, klare, gute Verhältnisse zu schaffen, eben mit der Arbeitshypothese operierten, sie selbst würden ja zu den Guten gehören. Und sie haben dabei aus dem Blick verloren, dass auch sie selbst ein solches gemischtes Feld sind, weil sie ihren eigenen Schatten ignoriert haben, der sich eben nicht ausreißen lässt. Das heißt nun aber nicht, dass man nichts tun lassen soll und das Böse einfach machen lassen soll. Es kann eben nur nicht ausgerissen, das heißt gewaltsam bekämpft werden, sondern es kann dem das Wachstum des Guten entgegengesetzt werden. Wie auch an anderer Stelle in der Bibel steht, besiegt das Böse mit Gutem. Also es geht um eine Unterstützung des Guten statt einer Bekämpfung des Bösen. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie bei einer Sucht. Wenn man ein süchtiger Mensch ist, dann ist das auch wie in dem Gleichnis, dass das langsam wächst und nicht gleich zu sehen ist, nicht gleich zu erkennen ist. Und auch wenn dann eine Sucht erfolgreich bekämpft wird, in einer Therapie oder auf anderem Wege, dann bleibt der Mensch immer ein süchtiger Mensch. Also es bleibt immer da, diese Seite an einem selbst. Aber man kann dem das Gute entgegensetzen. Man kann darauf verzichten, es auszuleben. Und vielleicht ist das ein gutes Bild für auch andere Bereiche unseres Lebens, das Gute dadurch zu bekämpfen, dass wir ihm das Böse dadurch zu bekämpfen, dass wir ihm das Gute entgegensetzen. Denn das Gleichnis erzählt ja am Ende hat das Gute Bestand. Dem Guten gehört die Zukunft und das ist es, was sich durchsetzt. Am Ende offenbart sich das Böse als das, was es ist, als schädlich und giftig und es wird vernichtet. Es hat also keine dauerhafte Existenz. Aber eben erst am Ende. Aber das Gute, dieser Teil in uns und in dieser Welt, das ist der, der wirklich überdauern wird, der in die Ewigkeit hineinreichen wird. Das heißt, alles, was sie hier tun, an Lebensförderndem, an Dingen, die im Sinne Gottes sind, an Dingen, die einander in uns das Gute wachsen lassen und untereinander wachsen lassen, die sind nicht verloren, sondern die haben in Ewigkeit Bestand. Und das ist doch eine Motivation. Das vergeht nicht. Und es mag zwar übel sein, das Böse jetzt aushalten zu müssen, sowohl in sich selbst als auch in der Welt, aber es hat eben keinen Bestand. Einmal muss es vergehen. Es ist nicht einfach, beides voneinander zu unterscheiden. Manchmal erkennt man nicht auf den ersten Blick, was wirklich gut tut und was Schaden anrichtet. Manchmal ist es auf den ersten Blick ähnlich. Aber das eine ist eben toxisch und das andere gibt Lebenskraft. Und es ist auch nicht verwunderlich und auch nicht verwerflich, dass auch wir das nicht immer auf den ersten Blick erkennen, ob etwas nun lebensförderlich oder lebensschädlich ist. Klar ist aber, dass es irgendwann ans Licht kommt. Und wie wir dann reagieren, wenn wir es sehen. Und klar ist, dass am Ende dem Guten die Zukunft gehört, weil sich die zerstörerische Kraft des Bösen offenbart und sich damit selbst zerstört. Was kann man also mitnehmen ins neue Jahr aus diesem Text? Es hat auch etwas Tröstliches, diese Botschaft.
Zwar wird es das Böse weiterhin geben, sowohl in uns selbst als auch in unserem Zusammenleben, aber das ist nicht zu ändern. Und es ist auch nichts, was uns Angst machen müsste und auch nichts, was uns zur Untätigkeit verdammen müsste. Wir können es wachsen lassen und gleichzeitig den guten Weizen pflegen und zum Wachsen bringen und uns darauf konzentrieren. Wir können auch neuen guten Weizen bei anderen aussehen. Wir sollten nicht vergessen, das Gute ist da und das ist es, dem die Zukunft gehört. Vielleicht können wir es jetzt noch nicht erkennen, vielleicht lässt es sich jetzt noch nicht vom Unkraut unterscheiden, aber es ist da und es hat Bestand. Wir können uns bemühen, den Weizen vor lauter Unkraut nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht in uns und nicht in unserer Welt. Ich lese diese Verse heute als eine Ermutigung zum Imperfekten. Eine saubere Lösung, eine klare Trennung zwischen Gut und Böse ist eine Illusion. Und das reine Gute ist eine Überforderung. Das geht nicht und es muss auch nicht gehen. Wir sollen das bestmögliche Gute anstreben und gnädig mit uns selbst sein, wenn es immer noch ein Mischmasch zwischen beiden ist. Aber schauen wir auf den Weizen und nicht auf das Unkraut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.